nächste Frage hat der Reitschuster. Ergänzung des BMG? Ich glaube, dazu ist dann an der Stelle alles gesagt. Die Bundesregierung kann nicht in jedem denkbaren Szenario ausschließen, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommt. Das ist die Begründung, eine der wesentlichen Begründungen für all das, was wir erleben. Die massiven Grundrechtseinschränkungen, die Diskriminierung von Ungeimpften. Nicht in jedem denkbaren Szenario kann die Bundesregierung ausschließen, dass es zu einer Gesundheitswesensüberlastung kommt. Ich wiederhole es nochmal, weil es so unbegreifbar ist. Dieser Satz stammt aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage des Abgeordneten Kubicki, der auch Bundestagsvizepräsident ist, von der FDP, ein Corona-Ketzer. Das wissen Sie wahrscheinlich. Und der war selber entsetzt, weil er sagte, das kann doch nicht sein. Nur weil man nicht in jedem denkbaren Szenario das ausschließen kann, streicht man einfach mal die wesentlichsten Punkte der Verfassung weg. Und ich fand das auch so unglaublich, dass ich es heute nochmal fragte auf der Bundespressekonferenz. Hier hinten, und die Antwort der Regierung hat mich fassungslos gemacht. Vielleicht habe ich Betriebsblindheit. Sehen Sie es sich an und entscheiden Sie dann, ob ich da betriebsblind bin, dass ich einfach zu kritisch bin inzwischen der Bundesregierung gegenüber. Man zweifelt da ja schon, weil die meisten Kollegen sind das ja nicht. Oder ob Sie das auch so kritisch sehen. Voilà. Herr Reitschuster. In einer Antwort auf eine Anfrage von Herrn Kubicki hat die Bundesregierung zum Thema mögliche Überlastung des Gesundheitswesens geantwortet, dass es die im Moment nicht gibt, dass sie aber nicht ausgeschlossen werden kann in jedem denkbaren Szenario. Wir haben ja nun eine massive Einschränkung der Grundrechte und wird die tatsächlich nur damit begründet, dass man den Hauptgrund dafür nicht in jedem Szenario ausschließen kann? Also Herr Kubicki war sehr befremdet darüber und hat das massiv kritisiert. Vielleicht können Sie das erklären. Wenn es eine Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von Herrn Kubicki gibt, dann steht diese Antwort. Es war jetzt eine konkrete Frage an sich. Sie ducken sich wieder weg. Die konkrete Frage war, ob Sie schwerwiegendere Begründungen haben als diese Begründung, dass es nicht in jedem Szenario ausgeschlossen ist. Wenn Sie das ausführen können. Hören Sie, ich kenne die konkrete Anfrage, die Herr Kubicki an die Bundesregierung gestellt hat, jetzt nicht auswendig. Die müsste ich mir genau angucken. Die Bundesregierung hat nach reiflicher Überlegung ihm darauf geantwortet. Das müsste ich mir ansehen, bevor ich jetzt eine weitere Frage dazu von Ihnen beantworte. Dass es nicht auszuschließen ist, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt, dazu stehen wir. Wir tun alles, dass es dazu nicht kommt. Es sieht auch im Moment nicht nach einer solchen Überlastung aus, weil trotz steigender Fallzahlen die Zahl derjenigen, die hospitalisiert oder die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, nicht in der Nähe der Zahlen ist, die wir im Winter mit 5.600 Intensivpatienten hatten. Aber wenn Sie etwas ausschließen können in dieser Pandemie, dann sind Sie definitiv weiter als wir, weil Sie auch nicht ausschließen können, dass es zum Beispiel, Gott behüte, eine Mutation des Virus geben könnte, bei dem, sagen wir mal, die bisherigen Impfstoffe nicht mehr wirken. Also verstehe ich Sie richtig, dass die ganzen Einschränkungen stattfinden, weil Sie es nicht ausschließen können in jedem beliebigen Szenario? Ich habe zu dieser Anfrage und der Antwort der Bundesregierung jetzt alles gesagt, was ich jetzt hier sagen kann, ohne dass mir das vorliegt. Das Gesundheitsministerium. Ich glaube, dazu hat Herr Seibert eine sehr ausführliche und richtige Antwort gegeben. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich. Entschuldige mich bei allen, die heute nicht rangekommen sind, insbesondere aus dem Online-Tool. Ja, besonders bezeichnend finde ich dann noch, wie der neue Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums inhaltlich überhaupt nichts sagen kann, aber dafür den Chef lobt. Das ist immer wunderbar, wenn man nur den Chef lobt, anstatt etwas beizutragen. Das war eine von zwei Corona-Fragen heute. Es gab heute nur zwei Corona-Fragen. Die vorherige ging nach den Impfungen vom Kollegen Fried. Schauen Sie sich das an. Gibt es weitere Fragen? Herr Fried, dann noch. Ich wollte diese Bundespressekonferenz nicht ganz ohne Corona abgehen lassen. Die STIKO empfiehlt ja jetzt offensichtlich dann doch eine Impfung ab 12. Wenn das so ist, Herr Seibert, ist es dann denkbar, dass man den Präsenzunterricht in Schulen vom Impfstatus abhängig macht? Also wir begrüßen die Entscheidung
der STIKO, die sie in ihrer unabhängigen Arbeit und Herangehensweise getroffen hat. Das ist ein weiterer Schritt zur Bekämpfung des Virus. Und es bleibt dabei, was wir gesagt haben, dass es keinen Impfzwang gibt oder dass Impfen nicht Bedingung für den Schulbesuch ist. Ergänzung des BMG? Ich glaube, dazu ist dann an der Stelle alles gesagt. Und, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Ja, da hoffe ich, dass diese Zusage mal mehr wert ist als viele anderen Zusagen. Weil im Dezember hat ja zum Beispiel auch Herr Spahn gesagt, es wird keine Diskriminierung von Ungeimpften geben. Und ja, ganz viele Aussagen, die dann nicht stimmten, dass man die Friseursalons nicht mehr schließen würde. Ich wiederhole es alles gar nicht. Und die haben nur Glück, dass die sogenannten Faktenfinder, also das Propagandaministerium, das Outgesourcete bei der Regierung, die Fakten nicht finden will. Vielleicht finden sie keine Fakten, doch das wissen wir nicht. Ansonsten heute das alles beherrschende Thema über eine Stunde Afghanistan, ist ja auch wirklich dramatisch dort. Ich habe ja in der Vergangenheit manchmal kritisiert, dass es nur um Afghanistan ging oder viel zu lange, oft mehr als die Hälfte. Vielleicht war mein Fehler, dass ich noch ein gewisses Restvertrauen in die Regierung habe, weil selbst im Juni sagte ja Herr Maas noch, es ist nicht zu erwarten, dass die Taliban dort schnell irgendetwas einnehmen. Ja, Pustekuchen, vertraust du mal ein bisschen der Regierung, denkst du, naja, die werden das nicht völlig falsch einschätzen. Pum. Ja, so geht's. Und dann heute, also ganz unglaublich, am Anfang, ein Kollege vom ZDF hatte eine sehr konkrete Frage an Herrn Seibert. Schauen Sie sich die Antwort an. Vom ZDF, Herr Seibert. Das Motto, dass die Freiheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt wird, war eines, dem sich eigentlich alle Bundesregierungen seitdem angeschlossen haben. Gilt das heute noch? Ich glaube, es wird einen Zeitpunkt geben, zu dem man den gesamten Einsatz über die 20 Jahre, nicht nur der Bundeswehr, sondern auch der übrigen Truppen anderer westlicher Nationen bewertet. Es wird sicher auch zu bewerten sein, warum beispielsweise der Widerstand der afghanischen Armee so schnell aufgegeben wurde, für viele überraschend schnell. Heute ist meines Erachtens nicht der Tag dafür. Heute haben wir uns auf das zu konzentrieren, was an Aufgabe direkt vor uns liegt und vor den Männern und Frauen, die in Kabul versuchen, diese Aufgabe für Deutschland umzusetzen. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Sie alle wissen ja ganz gewiss, in welcher Situation 2001 dieser Einsatz vieler nationaler Streitkräfte beschlossen wurde. Und das, denke ich, ist zu bedenken. Heute sind wir konzentriert auf die anliegenden Aufgaben in Kabul. Ich würde doch noch mal einen kurzen Zusatz. Jetzt sagen ja Experten, es wird etwa 2 Jahre dauern, bis die Taliban wieder eine Infrastruktur haben, um auch wieder Anschläge in Europa verüben zu können. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Sicherheitslage hier? Naja, ich würde schon daran erinnern, dass es nicht die Taliban waren, die die Anschläge beispielsweise des 11. September in den USA verübt wurden, sondern Terrorkräfte, denen sie erlaubt haben, sich in ihrem Land einzunisten. Und gegen dieses Einnisten von Terrorkräften, die uns und die gesamte westliche Welt und eben nicht nur die USA bedroht haben, dagegen war ja der Einsatz gerichtet. Also ich glaube, dass das die Antwort auf Ihre Frage ist. Das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Also mit dem Hindukusch und Demokratieverteidigung, da sagt man jetzt erstmal gar nichts mehr. Und dann waren es plötzlich gar nicht die Taliban. Ja, vielleicht sind die ja gar nicht so böse, vielleicht sind sie ja ganz liebe. Ja, und das waren ja die gar nicht. Also Beschwichtigung im Amt. Und ich mäßige meine Worte, weil sonst würde ich jetzt etwas Böses sagen. Ich hatte dann gedacht, dass die Bundesregierung richtig gegrillt wird heute, weil das ist ja wirklich, also Trittin hat gesagt, verantwortlich der Maas für viele Tote. Es gab wirklich ganz, ganz viele Dinge, wo man die Finger in die Wunde legen hätte müssen. Und teilweise ist es auch geschehen. Nein, also ich kann nicht sagen, dass das heute unkritisch war. Das wäre unehrlich. Der Kollege Fried ist mir jetzt übrigens schon zum wiederholten Male von der Süddeutschen aufgefallen, dass er da wirklich die Finger in Wunden legt und nachforscht. Vielleicht hat er damals bei der Merkel-Pressekonferenz so eine sehr liebdienerische Frage gestellt und wurde dafür dann auch kritisiert. Und jetzt in letzter Zeit geht doch, heute auch wieder. Aber jetzt weiter.
was mich sehr interessiert hat, ich kam jetzt nach 50 Minuten dran und dann hat schon ein Kollege vorher, der Gernot Heller, gefragt nach den möglichen Flüchtlingen. Ganz kurz, die Antwort war extrem ausweichend. Schauen Sie sich's an. Ich habe jetzt mehrere Fragen online zu Fragen von Flüchtlingen. Die würde ich vielleicht stellvertretend Herrn Heller und Frau Schucker von der Deutschen Welle. Ist die Bundesregierung darauf eingestellt, im größeren Maße Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen und in welcher Größenordnung rechnen Sie? Und gibt es auch eine, offensichtlich hat es eine Bitte aus den USA an Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und Kanada gegeben, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Gibt es eine entsprechende Bitte auch an Deutschland und an die EU? Vielleicht muss Innenministerium? Ja, also die Lage ist ja, wie die Kollegen schon geschildert haben, schwierig. Und wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass sich die Menschen in Bewegung setzen und dass die Lage vor Ort zu Migrationsbewegungen führen wird. Können Sie was zur Größenordnung sagen, die Sie abschätzen können? Ich kann keine genauen Zahlen nennen. Dann und da habe ich dann nochmal nachgehakt. Ist Herr Reitschuster dran. Frau Wick, die Bundesregierung hat ja die Flüchtlingskrise 2015 recht unvorbereitet getroffen. Herr Kollege Heller hat gerade gefragt, welche Größenordnung von Flüchtlingen Sie erwarten. Sie haben gesagt, wir erwarten welche, ohne eine Größenordnung zu nennen. Ist man da wieder ähnlich vorbereitet? Man muss doch eine Vorstellung haben, was konkret machen Sie jetzt schon, um vorbereitet zu sein? Werden Unterkünfte vorbereitet? Was geschieht im Moment? Also wie ich gerade gesagt habe, ist davon auszugehen, dass Migrationsbewegungen auftreten werden. Der Minister hat sich ja in einem Interview gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung dazu auch schon geäußert, dass vor allem natürlich die Nachbarländer betroffen sein werden. Aber mit Blick auf die Migrationsthematik wird es am Mittwoch eine EU-Innenministerkonferenz geben, wo das Thema auch besprochen werden wird. Ich kann dazu vielleicht noch ergänzen, eine sehr, sehr große Zahl afghanischer Flüchtlinge lebt ja schon seit vielen Jahren in den Nachbarländern Iran und Pakistan. Das waren stellenweise meines Wissens die größten Flüchtlingsgruppen, die es überhaupt irgendwo auf der Welt gab. Und Deutschland gehört schon seit vielen Jahren zu den größten Gebern im Rahmen der humanitären Hilfe und auch der Stabilisierungsarbeit für diesen Ländern dabei zu helfen, die Versorgung und Unterstützung dieser Flüchtlinge dort zu gewährleisten. Wir sind dazu natürlich auch angesichts der jüngsten Lageentwicklung im engen Kontakt mit den internationalen Hilfsorganisationen, mit den Vereinten Nationen und anderen, um schnell diese Hilfe substanziell auszubauen, um es dort zu ermöglichen, den Menschen die humanitären Bedürfnisse zu befriedigen, die sie haben. Aber mit Verlaub, Sie weichen aus. Es war die Frage nach der Zahlen, zumindest einer Größenordnung, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder mehr. Mit wie viel rechnen Sie, welche Größenordnung und was konkret passiert, außer dass man eine Konferenz oder ein Treffen am Mittwoch macht? Geschieht schon irgendetwas? Danke. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was passiert. Dass wir nämlich mit hier in Deutschland. Ja, wir hier in Deutschland sprechen mit denjenigen vor Ort, die es betreffen wird, zunächst mal unmittelbar, nämlich die Nachbarländer, wo diese Flüchtlinge ankommen, darüber, wie wir sie dabei unterstützen können. Und die Zahl, die Größenordnung? Da kann ich Ihnen gerne was nachreichen. Da gibt es Schätzungen der Vereinten Nationen von unseren Partnern. Ich glaube, in so einer extrem dynamischen Lageentwicklung, wie wir sie die letzten 10 Tage erlebt haben, werden auch Sie, Herr Reitschuster, Verständnis dafür haben, dass solche Schätzungen natürlich mit gewissen Unsicherheiten verbunden sind. Trotzdem gibt es natürlich Arbeitshypothesen als Grundlage für die humanitäre Arbeit. Ja, also wenn das konkret ist und natürlich, ich erwarte ja nicht, dass Sie jetzt sagen, es sind 523.717 Flüchtlinge, aber eine Größenordnung, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen, mehr, nichts. Also Entschuldigung, da habe ich den Eindruck, man ist wieder genauso unvorbereitet wie 2015. Mein subjektiver Eindruck. Ich hoffe, der täuscht. Und auch was man konkret vorbereitet, der man bereitet dort vor Ort vor. Ja gut, wenn man ganz sicher ist, dass es nicht hier losgeht, dann ist es gut. Wollen wir mal hoffen, dass Sie recht haben und dass es ausreicht. Wollen wir das hoffen? Vielleicht wissen Sie mehr als ich. Wir sehen, ein gewisses Restvertrauen ist immer noch unerschütterlich. Aber im Vergleich zu dem völligen babyhaften Grundvertrauen, das ja viele gerade im Westen immer noch haben, bin ich schon ziemlich realistisch, denke ich.
Was gab es dann heute noch? Schauen Sie sich noch ein paar Fragen und Antworten zum Thema Afghanistan an. Wie immer kürze ich. Sie können sich auf dem Kanal meiner Unterstützer reitschuster-leerzeichen.de die gesamte BPK anschauen. Ich habe die ja jetzt inzwischen für Sie. Und schauen Sie da einfach mal rein bei meinen Unterstützern. Lassen Sie da auch ein Abo da. Jetzt Fragen und Antworten, bitte. Herr Merkel. Ja, konkret anknüpfend an das, was die Kollegin gefragt hat. Erstmal allgemein gefragt. Nun gibt es ja mittlerweile Hinweise darauf, dass die deutsche Botschaft schon am Beginn der vergangenen Woche vor der Situation gewarnt hat. Da wäre die Frage, warum der Krisenstab erst am Freitag konkrete Maßnahmen eingeleitet hat oder vorgesehen hat. Und dann noch mal ganz konkret nachgefragt zu den Evakuierungsmaßnahmen. Kabul ist ja das eine, aber gibt es auch konkrete Pläne oder vielleicht schon auch Hinweise, wie denn die betroffenen Ortskräfte am Bundeswehrstandort, am ehemaligen Bundeswehrstandort Mazar-i-Sharif evakuiert werden können? Also zu der ersten Frage kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich alle Entscheidungen im Krisenstab immer in engster Abstimmung, in engster Koordination mit der Botschaft treffen. Da fließen die Einschätzungen der Botschaft natürlich ein und eben auch andere Lageeinschätzungen unserer eigenen Erkenntnisquellen, der unserer Partner. Und auf dieser Grundlage entscheidet der Krisenstab gemeinsam. Die Situation der Ortskräfte tritt nicht zum ersten Mal in einem militärischen Einsatz auf. Das geht zurück bis Korea, geht zurück bis Vietnam. Wer innerhalb der Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, dass die konkrete Befassung mit dem Thema erst in den letzten 2-3 Monaten so stattgefunden hat und dass die Maßnahmen alle wirken, als wären sie innerhalb der letzten Wochen erst ausgehandelt und beschlossen worden? Also Ihre Wertung mache ich mir da nicht zu eigen. Und es ist in der Tat so, dass wir schon seit sehr viel länger, ich meine seit 7 Monaten, an diesem Verfahren arbeiten. Ja, dann gab es noch die Frage nach dem Zapfenstreich. Na, ob der jetzt wirklich so entscheidend ist, gut, das wäre wahrscheinlich taktlos, den jetzt zu machen. Voila. Daniel Lücking, ND der Tag. Wir haben das Thema der afghanischen Ortskräfte hier jetzt seit gefühlt April thematisiert. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Jetzt erreichen uns Meldungen aus, oder erreichen mich persönlich Meldungen aus Mazar-i-Sharif, dass Menschen vor Ort sitzen und darauf warten, zu sterben, weil sie die Stadt nicht mehr verlassen können. Gerade eben gingen Bilder aus Kabul einer startenden US-Maschine ein, aus deren Fahrwerken Menschen auf die Fahrbahn fielen. So viel zur konkreten Situation momentan in Afghanistan, damit das auch hier plastisch wird und nicht nur chirurgisch quasi weggearbeitet wird. Die Frage an die Bundesregierung: Vor dem Hintergrund dieser Bilder arbeiten Sie derzeit weiterhin daran, zum Ende des Monats mit einem großen Zapfenstreich diesem 20-jährigen Einsatz ein Ende zu setzen? Zum Thema Zapfenstreich und Veranstaltungen haben wir eine Pressemitteilung herausgegeben und die Verteidigungsministerin wird dem Kabinett am Mittwoch vorschlagen, dass wir sowohl die Bilanzveranstaltung als auch den Zapfenstreich verschieben. Der Kollege Jung fragte, würden Sie von einem Versagen der Bundesregierung sprechen? Das ist natürlich eine Frage, welche Regierung wird sagen, ja, wir haben versagt. Aber bitte, voilà. Jetzt wieder unter 1 und auf meiner Liste ist Herr Jung als Nächster dran, dann Herr Rinke. Also wenn jetzt mehrere tausend afghanische Ortskräfte, für die sich die Bundesregierung verantwortlich fühlt, verblieben sind in Afghanistan, würden Sie von einem Versagen der Bundesregierung sprechen, weil man es nicht rechtzeitig geschafft hat, alle Ortskräfte rauszuholen, obwohl man es hätte können und mit sehenden Augen es jetzt in die Katastrophe gelaufen ist? Ja, Sie haben ja jetzt gerade noch einmal von den Kollegen und in den letzten Regierungspressekonferenzen auch eindrücklich geschildert bekommen, welche Anstrengungen die Bundesregierung mit verschiedenen Kräften unternimmt, um diese Ausreise von afghanischen Ortskräften zu ermöglichen. Und dann wieder der Kollege Fried mit einer kritischen Frage. Wunderbar, warum so spät ausgeflogen? Da hätte man sich heute wirklich verbeißen können, aber auch das hat wieder niemand aufgenommen beim Kollegen Fried. Also da fehlt mir total dieses Teamplay. Ja? Jeder hat offenbar seine eigene Frage. Wenn dann der andere mal davor geprescht ist, man kann ja immer nur einmal nachfragen, dann wird das
nicht aufgegriffen. Dann fragt man lieber nach dem Zapfenstreich. Und das halte ich für sehr bedauerlich. Voilà. Ich hätte noch mal zwei Verständnisfragen zu Themen, die schon aufgerufen wurden, die mir aber immer noch nicht klar sind. Nachdem es am Freitag die klare Zusage gegeben hat, jetzt schnell auch mit eigenen Kräften einzufliegen, warum hat es jetzt bis Montag gedauert, Herr Helmbold? Ist das sozusagen, würden Sie sagen, das ist ein ganz normaler Ablauf mit Überflugrechten und so weiter, was Sie geschildert haben? Oder hat es da Verzögerungen gegeben, die eigentlich nicht eingeplant waren? Warum sind die Maschinen jetzt erst heute Morgen abgeflogen und ans Auswärtige Amt, ans Auswärtige Amt, Herr Burger, Sie sagten, die Menschen stehen auf einer Liste und werden benachrichtigt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Frage, wie sie dann zum Flughafen kommen, eigentlich deren Sache. Ist das richtig? Mit Blick auf Ihre erste Frage, die habe ich im Wesentlichen ja beantwortet. Die Vorbereitung, die Planung bis hin zum Abflug sind mit großer Geschwindigkeit erfolgt. Ja, auf die Frage nach der politischen Verantwortung wurde dann ausgewichen. Sehen Sie es an. Wer trägt jetzt eigentlich die politische Verantwortung für dieses Desaster? Ja, wir haben heute von unserer Botschaft in Kabul auch nochmal über die sozialen Medien einen Aufruf veröffentlicht. Die Frage nach der Verantwortung. Der Einsatz der letzten 20 Jahre, wenn Sie das meinen, war ein gemeinsamer Einsatz der westlichen Staatengemeinschaft, ein gemeinsamer NATO-Einsatz. Die Bilanz dieses Einsatzes wird auch gemeinsam zu ziehen sein, ehrlich und auch kritisch. Eine Konkretisierung, wenn Sie erlauben. Das ging eher um die, wer trägt die politische Verantwortung dafür, dass diese Evakuierungsaktion jetzt so spät angelaufen ist? Wenn ich darf, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil da in einigen Medien eine Falschinformation zirkuliert. Das Auswärtige Amt, das möchte ich Ihnen sagen, hat im Verlauf dieses, seit diese Planungen angelaufen sind, zu keiner Zeit Bedenken gegen einen früheren Start von Flugzeugen geäußert, wie das in einigen Medien kolportiert wird. Und dann passiert es auch, dass Regierungssprechern einmal der Faden reißt, dass sie den verlieren. Das tröstet mich, weil mir das ja oft passiert und ich dachte immer, das ist nur meine Unzulänglichkeit. Aber wenn es selbst Regierungssprechern passiert, dann bin ich fein raus. Voilà. Ich habe noch zwei Fragen online. Die eine Frage von Herrn Beuker nochmal von der Taz. Wen zählt die Bundesregierung alles zu den Ortskräften, neben denen, die bei der Bundesregierung arbeiten oder für die Ressourcen arbeiten, auch afghanische Mitarbeiter von NGOs oder deutschen Medien? Und von wie vielen Ortskräften geht die Bundesregierung insgesamt aus? Und Delphine Neboyer vom Lacroix fragt, was ist im Bundeskabinett am Mittwoch geplant? Können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung bis Ende des Monats rund 2000 Ortskräfte über eine Luftbrücke aus Afghanistan ausfliegen lassen will und dafür auch den Einsatz von mehreren hundert deutschen Soldaten einplant? Also ich glaube, diese Fragen sind alle schon beantwortet worden, ehrlich gesagt. Die Frage zum Kreis derjenigen, die vom Ortskräfteverfahren erfasst sind, haben wir hier in früheren Regierungspressekonferenzen ausführlich besprochen. Die Frage nach Medienvertretern habe ich hier eingangs und kurz unter drei auch besprochen. Ist mir der Faden verloren gegangen. Gut. Ich habe noch eine Ergänzung, weil dann... Und auch das mit der Maske wird gelegentlich vergessen, was heute wieder vorkam. Lassen Sie bitte die Maske auf, dann wunderbar. Das Mikro ist vorhin an. Automatismus. Werde das nie begreifen, bis heute nicht diese Situation. Regierungssprecher ohne Masken, Journalisten mit Masken auch beim Sprechen. Es ist für mich wie des Kaisers neue Kleider. Es ist für mich, ich habe ja mit Medizinern gesprochen, die sagen, sie finden keinen einzigen medizinisch vernünftigen Grund, der das rechtfertigen würde, aber ja, der Kaiser hat wunderbare Kleider an. Es ist absurd und als ich ja mal drauf ansprach, den Herrn Seibert in der Bundespressekonferenz, zog ich mir den gesammelten Wut der Kollegen zu, die dann sagten, das ist Quatsch, die Frage. Die Frage war nur, warum er eine Maske aufhat, keine Maske aufhat und wir die aufhaben müssen. Es gibt eben Gleiche und Gleichere. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Wenn ich noch was Wichtiges vergessen habe, schneide ich es hier rein. Jetzt hier nicht sehen, dann ist es nichts, was ich auf Anhieb hier vergessen habe. Dann verabschiede ich mich. Alles Gute, passen Sie auf sich auf.
Ciao, wieder schaut. Ja, und doch etwas vergessen wieder. Danke an die Kollegen von RTL. Ist ja hier eine Poolregelung. Ich kriege die Bilder jetzt von RTL. Muss dafür bezahlen, was ja auch fair ist. Aber meine Unterstützer, mit ihrer Hilfe geht das. Tausend Dank. Und ich hoffe, Sie haben da Ihre Unterstützung besser investiert als in die GEZ. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und zum Abschied noch einen Witz. Wie immer ein Witz, der sehr tiefgründig ist und der gerade auch bei Rassismusvorwürfen und all bei diesen Dingen sehr erklärend ist. Und zwar tritt jemand in der DDR auf den Alexanderplatz und schreit dort: dieser Scheißstaat, da kommen sofort 5 Fopos, Volkspolizisten, nehmen ihn fest, sagen, wie können Sie nur? Und der ist aber sehr schlau, der sagt, wieso, was wollen Sie denn? Ich habe doch die Bundesrepublik gemeint. Dann sind die zuerst völlig verwirrt, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Sagen sie, jetzt Moment, das müssen wir mit unserem Chef durchsprechen. Dann nach 5 Minuten kommen sie zurück, sagen, sie sind festgenommen und zwar ist das Zersetzung und staatsfeindliche Hetze. Sagt er, warum? Ich habe doch die Bundesrepublik gemeint. Dann sagt er, nein, der Chef hat eindeutig gesagt, es gibt nur einen Scheißstaat und das ist die DDR. Ja, einen wunderschönen, entlarvenden Witz, den hier der Volksmund in der DDR hervorgebracht hat. Die sind ja oft sehr philosophisch. Das war's für heute. Alles Gute, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie den Ersatzkanal. Danke, ciao.